medicine go down. You cried wolf, yeah, one too many times. You never know what you got till it's gone. You never know what you got till it's gone. Cut me off, you ain't coming back. Cut you off. Ist das immer derselbe Fahrradfahrer? Irgendwie sehe ich immer wieder Fahrradfahrer mit so Neon. Neon-Shirt. Genau. Aber wenn ihr definitiv dieses Motorrad holen werdet, möchtet, wollt, dann kauft euch hier so ein Windschild, wie ich das habe. Das ist hier, wenn man so jetzt schneller fährt, so um die 80, definitiv auch entspannender. Deutlich weniger Windbelastung, besonders für mich auch auf den Helm, weil das kurze Windschild ging ungefähr bis hier hin. Und für mich war das ungünstig positioniert. Den ganzen Wind habe ich voll gegen die Fresse bekommen, aber jetzt geht er besser über mir drüber. Auch wenn es regnet, ist es angenehmer. Was ich mir jedenfalls noch wünschen würde, sind noch Zusatzscheinwerfer und Heizgriffe, aber ich weiß nicht, was hier der Generator liefert, keine Ahnung. Habe ich auch nicht nachgemessen, habe ich auch keine Lust. Wenn ich mir ein neues Motorrad holen will, dann werde ich jetzt hier nicht mehr so viel investieren. Heizgriffe kosten um die 90 Euro und die Zusatzscheinwerfer werden ja auch nochmal locker 150, 200 Euro kosten. Nee, da habe ich keinen Bock zu. Ich muss hier noch ein neues Kettenkit holen und Bremsklötze für vorne und hinten. Das werden ja auch wieder locker 150 Euro oder ähnliches. Von daher. Ich weiß lieber dafür. Denn ich habe jetzt auch für meinen Bruder für einen Roller mehr ausgegeben. Ich musste dann einen neuen Vergaser kaufen und der hat 360 gekostet. Das. Ja, komm, hopp, 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 hopp. Nicht auf ein Handy gucken. Okay, ist doch kein Handy. Hat die Hand nämlich so komisch hochgehalten, als ob die Hände benutzen würde. Lass mich raten, der Mercedes-Fahrer sieht mich nicht. Sieht er mich? Nee, aber der hört mich. Ja, siehst du? Das ist ein guter Grund, warum man einen lauten Auspuff hat. Vielleicht, je nachdem, wenn ich auch Bock habe, werde ich auch mal hier das zeigen hier von meinem Bruder den Roller. Ist auch ein 125er Gilera Runner ST 125. Irgendwie so um den Dreher ist der. Und ja, als erstes, der stand gute 8 Jahre nur draußen herum. Und ja, da ich ja jetzt hier die Ausbildung zum Zweirad-Mechatroniker mache, jetzt im 4. Jahr bin ich, also letztes Jahr bin ich fertig, Anfang letztes Jahr, habe ich gesagt, komm Bruder, mach ich den Roller mal fertig. Ja, ich habe leider dafür aber so gut wie kaum Zeit, kann ich nur ab und zu mal samstags machen. Und wenn ich natürlich auch Lust habe. Als erstes musste das ganze alte Benzin raus, aus den ganzen Leitungen, aus dem Vergaser, aus dem alten. Habe ich mit Druckluft und so weiter gereinigt, mit Bremsenanhänger gereinigt. Tja, neues Benzin reingemacht. Vergaser ist ja gereinigt gewesen. Komplett habe ich den auseinandergebaut und zusammengebaut. Tja, der lief im Stand gut. Aber sobald du fahren wolltest, war das kacke. Habe ich ihn nochmal rausgebaut. War nichts. Tja, dann habe ich erstmal eine neue Benzinpumpe gekauft, weil die Benzinpumpe, das war ein kleiner Pissstrahl oder wie du das nennen willst. Da war kein Druck hinter, das war so, mehr war das nicht. Neue Benzinpumpe gekauft. Ja, die Benzinpumpe, die hatte mal ordentlich Druck, die funktioniert immer noch. Neuen Filter gekauft. Tja, aber trotzdem, Vergaser immer noch nicht. Nochmal gereinigt, auseinandergebaut. Einstellen konntest du den nicht, da verändert sich rein gar nichts. Ich weiß nicht, vielleicht ist er immer noch irgendwie zu, aber mehr kann ich ihn nicht reinigen. Ich habe keinen Ultraschallbad, von daher teste ich jetzt, ob das mit einem neuen Vergaser besser ist. Wenn ja, dann wissen wir, dann war es wirklich der Vergaser. Wenn nicht, dann weitersuchen. Aber für mich kann es nur der Vergaser sein, anderes. Er gibt einfach keinen Sinn.
Tja, ich werde euch da jedenfalls auch auf dem Laufenden halten. Was ist mit dem? Ach du Alter! Bronzefarben, wie hässlich! Warum ist da so ein Knüppel? Knüppel. So ein Hütchen? Ist frisch gestrichen. Soll ich drüber fahren? Ah. Da ist schon einer drüber gefahren. Das hat schon viel gebracht. Dafür, dass es die Farbe einmal komplett verteilt worden ist. Gut, habe ich die Kette anscheinend auch richtig eingestellt. Aber ich kann definitiv sagen, neue Kette, 100%. Wie die rasselt und rappelt. Ich will ja nicht, dass die irgendwie kaputt geht, wenn ich fahre und mir die Kette reiße. Dazu habe ich einfach gar keinen Bock. Da darf ich Moped schieben und nicht fahren. Und, 170 Kilo. Ne, danke. Düsseldorf hat echt die besten Straßen, die es hier in der Umgebung gibt. Bin ich gar nicht. Traurig. Na, da will der Oberbürgermeister ja lieber hier mehr Fahrradwege bauen. Ja, Fahrradwege, das ist es, was eine Großstadt braucht. Wo viele Autofahrer, LKW-Fahrer so gibt. Fahrradfahrer und Kraftfahrzeugfahrer, das sind die besten Freunde, die es gibt. Nicht. So viele Unfälle, wie es hier in der Stadt mit Fahrradfahrern gibt. Ich muss aber dafür sagen, ich bin kein Fahrradfahrer. Ich fahre zwar zwei Räder, aber lieber motorisiert. Ich bin faul. Kommt Mädels. Mädels, kommt. Geile Karre, der Ram. Ich meine, da müsste Ram heißen. Ich dachte, dieses Standlicht in den Blinkern wäre hier in Deutschland illegal. Zumindest bei den Motorrad nicht, aber bei Autos doch, ne? Bin ich aber nicht sicher, weil ich meine, ich hätte Wolfes auch damit gesehen. Vielleicht war das auch das mein UPS-Truck, wo der Vergaser drin ist. Wir werden es nicht erfahren. Obwohl, wir werden schon erfahren. Wenn die Post da ist. Hallo? 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 Ja, kann man mal machen. Kann man machen. Muss man aber nicht. Jungbauflächentechnik aus Siegburg. Aus Siegburg in Deutschland. In Deutschland. Quatsch, ich meine in Düsseldorf. Deutschland, ey, wo liegt denn Siegburg? Nicht in Deutschland, nein, nein, das sind Ausländer. Vielleicht habe ich das die ganze Zeit Gefühl gehabt, irgendwie neben mir wäre eine Autobahn. Nee, doch nicht. Grüne Welle, ey, das habe ich selten, das ist geil, aber weniger Bahn, doch, ich hab eine grüne Welle, ich habe immer noch. Da ist die Sonne, das ist neu. Was, wenn ich hier mal mit 50 entlang gefahren? Nee, nicht wirklich, das wäre zu schnell. Dieser Hull ist eh das Geilste, ey. Die sind hiermit fertig. Oh, cool. Uff, da, oh. Das war ein Hubbel.
Du musst jetzt dazwischen zwischen den D und ein CK nur noch I machen. Dick. Das passt zu dem. Also das englische Wort. Dick. Ich habe eine tote Fliege auf meinem Visier und das ist uncool. Mit so einer toten Fliege rumzufliegen.